Und herzlich willkommen zu einer ungewöhnlichen Sache, denn zu Donkey Kong 64, ja, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Nur, ich hatte Donkey Kong 64 fertig gemacht, gerendert, hochgeladen und als ich das bei YouTube dann hochgeladen habe, lösche ich normalerweise die Videos. Habe ich auch in diesem Fall getan. Hätte ich mal lieber nicht machen sollen, denn als ich YouTube hochgeladen habe und sie einmal nochmal abgespielt habe, um zu gucken, ob alles da ist und ob alles funktioniert. Weil manchmal hat man das ja, und manchmal guckt man ja seine eigenen Videos an, schon ob alles funktioniert, wie man es gern haben möchte. Ist der Ton nicht mehr da. So, das Problem ist jetzt, Donkey Kong ist fertig, das heißt, mein Speicherstand ist natürlich überschrieben. Und darum muss ich es nachvertonen. Das glaube ich aber nicht relativ schwer ist. Ich werde einfach nur den Kampf laufen lassen zwischen Donkey Kongs. Also die Donkey Kong Crew gegen King K. Rool und noch am Ende was sagen. Ich glaube, ich will hoffen, dass es euch nicht stört. Wenn aber auch Einblenden, Ton fehlt. Oder Nachvertonung. Das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann noch am Ende. Wenn die ganze Misere dann zu Ende gegangen ist und wir mit dem Let's Play sozusagen zu Ende sind. Das heißt auch, die Folge kommt natürlich später. Für euch ist es dann jetzt 2 Tage danach, 3 Tage danach, je nachdem, man die noch zwischendurch aufnehmen und rendern muss, kommt es natürlich später. Ist auch bei mir gewohnt. Ich mache keinen regulär mehr. Ich habe diesen Plan auch nicht mehr, weil ich da nicht mehr dran halten kann, weil ich mir auch nur andere Projekte überlegt habe und auch ein bisschen damit reingespielt habe. Also ist da auch viel durcheinander gekommen. Wird aber in der nächsten Zeit sich ein bisschen ändern, denn ich lege einen neuen Plan an, den ich gerne festhalten möchte. Das liegt nämlich daran, da ich die Test-Apps spiele, gerne in diesem Format wirklich 10 Folgen halten möchte, sei es jetzt kleine Spiele wie jetzt Fallout, wo jetzt wirklich ein langer Aufbau hintersteckt, aber der Inhalt sozusagen immer der gleiche ist, also es verändert sich nicht groß, deswegen auch so 10 Folgen und den Rest mache ich dann immer so off-screen. Irgendwann dann noch vielleicht noch die 10. Folge dann wirklich sehr, sehr spät. Oder als Abschlussfolge mittendrin hier nach Aufbau. Und das passiert mit den anderen Apps auch, die kürzere Folgen haben. Und sei es jetzt eine App, die jetzt länger ist, wie ich sag mal, beispielsweise Planet vs. Zombies, die hat ja längere Auffassungsmöglichkeit. Oder Angry Birds, so was ähnliches, was halt den Spielspaß oder die Folgen an sich daran binden. Dass sie mehrere Level anbieten und man sie gern auch zeigen möchte oder spielen möchte. Ja, deswegen nicht traurig sein, dass jetzt kein Ton dabei ist. Hab sowieso sehr wenig gesprochen, weil ich mich sehr konzentriert habe bei Lankys Kampf. Weil Tinys Kampf war sehr okay. Von Chunky fand ich auch noch ganz okay, war ein bisschen trickreich. Hat aber funktioniert, die anderen kannten wir schon, Diddy und Donkey, die waren ja öfters vertreten. Und sind am Ende der letzten Folge sind wir ja nochmal gestorben, deswegen wollte ich das dann durchziehen in einem Ganzen und gucken, wie ich das dann zusammenschneide. Und dabei ist wohl der Ton dann kaputt gegangen. Und ich habe es dann hochgeladen, um jetzt nochmal nachzuchecken, wie es dann wirklich ist. Aber naja, ist nicht schlimm. Nachvertonung darf mal passieren. Sollte nicht immer sein. Aber bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns am Ende und dann viel Spaß noch mit Donkey Kong 64.